Einen wunderschönen guten Tag, meine Hübschen. Es gibt mal wieder einen Vlog, von zu Hause aus natürlich, von wo auch sonst. Wir haben heute Sonntag und wir wollen die Grillsaison heute eröffnen. Und zwar machen wir heute einen Ausflug, ratet mal wohin, und zwar auf die Terrasse. Genau, die Terrasse haben wir gestern sauber gemacht und das zeige ich euch gleich mal mit diesem Hochdruckreiniger. Richtig gut. Die Terrassensteine sehen einfach aus wie neu. Wer hat das gemacht? Und nicht mal am Anfang sahen sie so heftig gut aus. Du hast das gemacht. Ja, warum sagst du dir? Ich habe auch 4 Steine gemacht, 4 so Quadrate. Von hier drinnen zugeguckt, ja. Mit deinem Röntgenblick hast du sauber. Ja, jetzt sieht das auf jeden Fall super sauber aus. Die Fenster müssten noch geputzt werden. Ja, mache ich bestimmt. Mach Serki putzt unheimlich gerne Fenster übrigens. Ja, mach ich. Dann bringen wir alles auf Vordermann hier und dann wollen wir grillen. Schon wieder sagt sie nie. Ja, wir. Ich bereite alles vor. Ich mach Salat. Alexa, spiel mir das Lied von Zerda Ortaz Danzüts. Wenn man das Alexa nicht so auf Deutsch ich sagt. Ich könnte keine Französisch-Songs finden. Wenn man das nicht so deutsch ausspricht, dann erkennt sie mal die Songs auf Türkisch nicht. Also, unheimlich schönes Wetter. Und das genießen wir dann so richtig schön. Boah, die Sonne blendet mega. Aber es ist noch nie so ruhig gewesen. Auch nicht auf dem Sonntag. Das ist schon so ein bisschen... Ja, es regt einfach zum Nachdenken an. Leute, die Erde, die kann endlich mal aufatmen, glaube ich. Wenn die Menschen nicht so viel Dreck verbreiten. So. Ja, hier liegt natürlich jetzt noch einiges rum. Das ist der Hochdruckreiniger, den wir gekauft haben, auch selber gekauft haben. Da steht schon der Grill bereit. Und die Steine sind einfach mega sauber. Also so richtig sauber. Die waren ja total fleckig und grün und alles. Und es ist einfach sauber. Die Wand ist sauber. Dann hat er hier überall alles sauber gemacht. Die Scheibe muss dann noch geputzt werden. Aber es ist alles einmal hochgedruckt reinigt worden. Ja, die ganzen Sachen stehen da jetzt alle in der Ecke. Das wird alles noch aufgeräumt. Aber ja, wir müssen das auf jeden Fall ausnutzen, dass wir halt so eine große Dachterrasse haben, Leute. Ich habe hier auch so ein paar Sachen für die Kids bestellt. So eine Kinderbank und ein bisschen was zum Spielen und so, damit wir hier einfach auch ein bisschen Zeit verbringen können. Schatz, was machst du? Boah, ich gehe jetzt wieder rein, weil mir kalt ist. Okay, ich wollte gerade rauskommen. Nee, ich muss jetzt das Fleisch vorbereiten. Okay, die Kinder sind ganz hinten, ne? Guck mal, sie macht zu. Ist ihr kalt, Cousin? Hat sie zugemacht? Super! Chuck. Guck mal, wie sie guckt, Chuck. Ihr Blick! Chuck, gib mir Chuck! Gib mir Chuck! Chuck! Komm, Chuck! Hauptsache, sie klebt immer komm, noch an Mamas Bein. Chuck. Chuck, komm! Noch ein Chuck! Ja! Ja, komm, gib Chuck! Komm, einmal Chuck! Gib mir Chuck! Chuck, Baba, ja! Ja, und wir haben gestern hier etwas gemacht. Und zwar ist das ja hier unser Flur. Unser Flur, ja. Und wir haben von Ikea diese Schuhregale gekauft. Also nicht gestern gekauft, sondern die hatten wir schon länger gekauft. Beziehungsweise online bestellt. Und das stand halt noch in der Garage. Das sind 3 Stück nebeneinander. Dann haben wir eine Holzplatte beim Baumarkt zuschneiden lassen. Und haben jetzt auf jeden Fall viel mehr Platz für unsere Schuhe. Wir sind ja halt auch viele Personen und da reicht uns der Platz bisher einfach nicht. Dann habe ich den Spiegel, der im Wohnzimmer hing, jetzt erstmal da hingehangen. Ne? Dekoriert ist das Ganze natürlich noch nicht. Hier ist noch ein bisschen Restbestellung. Das sind noch Trofas-Regale für die Kinderzimmer. Hier, ja, mein Schatz. Nicht lang schnacken, sondern Fleisch vorbereiten. Halt. Genau. Okay. Leute, ich bin jetzt ja gerade dabei, Tzatziki zu machen. Ich habe auf Instagram schon das Rezept geteilt. Ich teile es aber auch hier nochmal gerne. Ich hatte jetzt eine Knoblauchzehe, Salz hier drin. Dann eine halbe Gurke, wo ich das Innere rausgemacht habe. Das wird jetzt hier reingeraspelt. Dann kommen 250 Gramm Quark rein. Es kommt Joghurt rein, wie viel weiß ich noch nicht. Dill. Dann habe ich hier noch Kräuterquark gewürzt. Salz und etwas Olivenöl. Ja, so mache ich den Tzatziki immer. Und der schmeckt dann eigentlich immer sehr, sehr gut. Vor allem hier mit der geraspelten Gurke. Ist das ein Träumchen, sage ich euch. Quark nicht rum. Ich fühle mich mit den Handschuhen immer so wie so ein Profikoch.
So. Um das Ganze natürlich ein bisschen dünner zu machen, kommt noch Joghurt rein. Ich mache erstmal die Hälfte. So, dann kommen hier die ganzen Kräuter rein. Und Dill auch nicht sparen. Ordentlich Dill rein. Achso, ein bisschen Olivenöl. So. Hey. So sieht's jetzt aus. Genau, das stelle ich jetzt aber noch in den Kühlschrank. Dann kann der noch ein bisschen durchziehen. Was ist denn, mein Schatz? Hier im Ofen sind die Kartoffeln. Wie bitte? Also, wenn ihr das riechen könntet, ne? Dieses Gewürz von Just Spices ist so, so lecker. Ich zeige euch mal eben. Das ist auch keine Kooperation jetzt, aber ich bin einfach ein absoluter Fan hier von diesem Kartoffel-Arounder. Also, alle Gewürze sind lecker, aber wow. Wow, wow, wow. Zeki ist hart am Arbeiten. Ich mache meinen eigenen TikTok. Scheiß auf TikTok. Wer ist TikTok, Mann? Zeki. Solange es Zeki gibt. Ja, mit seinem richtigen Profi-Equipment. Komm, wir beobachten dich jetzt mal ein bisschen dabei, was du hier Schönes treibst. Willst du mich beobachten? Was ist das? Bayram-Socken. Der andere geht auch schon flöten. Ich glaube, ich soll immer meine Nägel schneiden. Soll ich dir jetzt auch noch helfen? Ja. Guck, du meintest, man kann das schneiden. Ja, du musst auf Bearbeiten gehen, da unten. So, und jetzt kannst du schneiden. Okay. Ich musste mir jetzt natürlich die Rede hier von Angie anhören. Oder sie ist gerade immer noch dabei. Mit der im Haushalt lebenden Person darf man ja natürlich Kontakt haben. Raus darf man aber nur mit einer Person. Oder mit einer weiteren Person, die nicht mit dir im Haushalt lebt, wenn du zum Beispiel alleine lebst. Und da sagt Milan gerade, und ich darf nicht mal mit Fabian spielen. Ich sage, nee, nur mit Leuten aus deiner eigenen Familie darfst du Kontakt haben. Und dann sagt er, ja, besser als nichts. Ja, nun ist es offiziell. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass das jetzt auch endlich mal kommt, damit das auch die Letzten noch verstehen, was hier eigentlich passiert. Und ja, finde ich gut. Schauen Sie, die Lage ist sehr, sehr unterschiedlich. Wenn Sie sich allein mal die Betroffenheit der einzelnen Bundesländer anschauen, dann ist das unterschiedlich. Und wir haben die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Saarland, insbesondere in gewisser Weise auch Rheinland-Pfalz, aber die drei, die ich zuerst genannt habe, ganz besonders in denen Grenznähe da ist. Ach, hier herrscht wirklich Ausnahmezustand. Überall steht was rum, aber weißt du was? Das ist mir egal. Ich habe jetzt genug Zeit, um hier alles einmal umzukrempeln, aufzuräumen, auszumisten, zu ordnen und Großputz zu machen. Ich weiß, dass wir keinen Besuch kriegen werden und rausgehen werden wir auch nicht. Und deswegen habe ich hier mit der Garderobe angefangen. Das kommt auf den Dachboden, da sind aussortierte Schuhe drin, da sind Winterjacken und Schals und Mützen drin. Das war nochmal so ein Babyset. Ja, Moment, Schatzi. Ja, ich habe dann alles halt aus den Schubladen raus. Serkü und ich haben dann hier noch im Abstellraum aufgeräumt. Hier die ganze Ablage stand voll. Das muss ich aber alles noch abwischen. Wir haben hier das ganze Werkzeug sortiert. Das war ein reinstes Chaos hier, aber jetzt ist das alles schön sortiert und wir wissen auf jeden Fall, was wir da haben. Und ganz wichtig ist diese Schublade. Yeah, das ist unser Vorrat. So, naja, also ist jetzt eine Packung Klopapier. Anderthalb Packungen Klopapier. Luxus heutzutage, sage ich euch. Hier, komm raus, der Schatzi. Ja. Den Rest zeige ich euch lieber nicht. Das ist ein bisschen sehr unordentlich hier. Aber nicht schlimm. Und was macht ihr Jungs? Wir gucken einen Film. Ihr guckt einen Film. Was guckt ihr denn? Sam und Cat, diesen Babysitter. Und der kuschelt geht jetzt in die Welt ein. Wie findet ihr das denn, dass wir jetzt uns nicht mit anderen treffen dürfen? Und blöd. Blöd? Aber das schaffen wir, oder? Komm, das schaffen wir. An heute schaffe ich bei dir. Ja? Ja. Die hat voll schlechte Laune. Was ist los mit dir, Lia? Hm? Hm? Oh.
Die hat obenrum nichts an, deswegen zeige ich sie euch gerade nicht. Ich muss sie jetzt umziehen, weil sie hat einen Joghurt gegessen und der Joghurt war dann überall. So. Dann werde ich jetzt Lia auch ihren Pyjama anziehen und ja, hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Vlog einfach wieder. Und bis dahin macht's gut, bleibt gesund und bis bald.